Warum Aaron Palmerson angefressen war und warum Sky-Experte Stefan Kretschmer den Wechsel von Lukas Hintrich kritisch beäugt und wieso die Stadt Skopje handballverrückt ist, das und mehr jetzt bei Handballpuls. Die Allstars Laszlo Natsch und Momir Ilic verabschieden sich von der Handballbühne. Momir Ilic als auch Laszlo Natsch hätten mit einem Sieg beim gestrigen Champions League Finale zum dritten Mal die Champions League Trophäe gewinnen können. Aber die Handballstars mussten akzeptieren, dass die erste Halbzeit zu schwach war, um eine geschlossene Mannschaft aus Skopje zu schlagen. Beide Spieler erzielten im Finale ein Tor für ihre Mannschaft. Nach der Handballkarriere geht es für Laszlo Natsch direkt in die Position des Sportdirektors bei Veszprém. Was Momir Ilic nach seiner Handballkarriere macht, ist derzeit noch unbekannt. Der FC Barcelona belegt beim diesjährigen Champions League Final Four nur den dritten Platz. Im Halbfinale muss man sich sehr unglücklich dem späteren Champions League Sieger Vardar Skopje geschlagen geben. Palmerson sprach nach dem Spiel von einer Katastrophe und war sichtlich bedient. Ein Tag später, nach dem Sieg gegen Kielce um Platz 3, sagte Aaron Palmerson bei Sky Sport, dass er für das Spiel um Platz 3 keine Motivation fand, aber er Profi sei und alles gegeben hat. Auf die Frage, warum er im gestrigen Halbfinale kaum Spielzeit erhielt, antwortete Palmerson trocken, dass man das den Trainer fragen solle. Sky-Experte Stefan Kretschmer dachte während der Moderation des Spiels um Platz 3 laut darüber nach, warum Lukas Hintrich von Kielce nach Barcelona wechselt. Er stellte die Frage in den Raum, warum sich der FC Barcelona Lukas Hintrich holt, obwohl man auf der Position Aaron Palmerson hat. Kretsche wies darauf hin, dass es wichtig ist, dass in jeder Mannschaft ein absoluter Ausnahmekönner spielt. Natürlich könne Palmerson auch auf der halblinken Position spielen und mit Hintrich auf der Mitte eine sehr gute Achse bilden. Aber Kretsche erwiderte etwas irritiert, dass Barcelona viel Geld in die Hand nimmt, aber der FC Barcelona solle machen, was sie für richtig halten. Letztlich sagte Kretschmer salopp, dass Barcelona ihr Geld eben aus dem Fenster schmeißen solle. Kretschmer relativierte seine Aussage direkt, indem er ausführte, dass eine Verpflichtung von Lukas Hintrich mit dieser Qualität jeden Cent wert ist, aber in seinen Augen eben unnötig aufgrund der Personalie Palmerson. Aber vielleicht muss man hier Spekulationen aufstellen und Xavier Pascual vorwerfen, kein gutes Verhältnis zu Palmerson zu haben. Oder warum lässt man einen Ausnahmekörner wie Palmerson im Halbfinale so viele Minuten auf der Bank sitzen? Schreibt in die Kommentare, falls ihr eine plausible Erklärung dafür habt. Vardar Skopje und Christian Dissinger gewinnen die Champions League 2019 in Köln. Bei der Rückkehr in die Hauptstadt von Mazedonien werden bis zu 300.000 Menschen in der Stadt erwartet. Vor 3 Jahren beim Champions League Sieg 2016 fand man bei der Rückkehr ca. 200.000 feierwütige Menschen in Skopje vor. Ein Empfang, der zeigt, wie der Handball in Mazedonien gelebt wird. Sky-Experte Martin Schwalb erwiderte auf die Tatsache, dass 300.000 Menschen erwartet werden, dass er gerne mit Vardar nach Skopje fliegen würde, falls ein Platz im Flugzeug wäre. Igor Karacic, Handballstar aus Kroatien, feiert trotz den Widrigkeiten um die Zukunft von Vardar Skopje den Champions League Sieg 2019. Karacic schreckte nicht nur den Pokal als Kapitän in die Luft, nein, er holte sich auch die MVP-Krone und krönte seine Leistung mit dem MVP-Titel. Igor Karacic wird den frei werdenden Platz von Lukas Hintrich bei Vive Kielce einnehmen und verlässt Vardar Skopje mit einem großen Triumph. Schreibt in die Kommentare und wir freuen uns über ein Like oder auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.